Hey Skatfreunde, die Europameisterschaft liegt inzwischen ziemlich genau 2 Wochen zurück und da wird es natürlich höchste Zeit, dass ich einmal meinen persönlichen Turnierrückblick vervollständige, wie ich es mir vorgenommen habe, wie ich es euch auch versprochen habe. Wir wollen jetzt also auf die letzten 3 Serien schauen und die letzten 3 dieser 15 Serien, das sind an sich die interessantesten. Das liegt einerseits daran, dass die ersten 12 Serien im freien Feld gespielt werden, also ungesetzt. Das heißt, da wird so ein bisschen geholzt und du hast typischerweise gar nicht unbedingt die direkten Konkurrenten am Tisch. In den letzten 3 Serien wird jetzt streng nach Rangliste gesetzt und sofern du dir eben noch berechtigte Hoffnungen aufs Finale machen kannst, dann ist es erstens die Spannung, werde ich am Ende den Einzug ins Finale schaffen und darf noch die extra Meile gehen und wirklich um den Europameisterschaftstitel kämpfen. Und zum anderen, du sitzt jetzt im gesetzten Feld, also mit den direkten Konkurrenten, die haben alle die gleichen Punkte, da ist das Level natürlich, wenn du dicht am Finale dran bist, deutlich höher als vorher. Da wird sich belauert und da kann man dann nicht mehr so frei von der Leber weg alles reizen und auf viele Fehler hoffen. Da wird es ganz taktisch und die Geschichte macht einfach viel mehr Spaß. Aus meiner Sicht zumindest ist es so, dieser letzte Tag ist mit Abstand der interessanteste. Ja, natürlich baut man auf dem, was man in den ersten 12 Serien sich an Punkten erspielt hatte. Und ich war hier auf Platz 75 mit 12.995 Punkten. Das war ein Stück weit enttäuschend. Natürlich, ich war sehr schlecht gestartet nach 2 Tagen, hatte dann einen super dritten Tag. Wenn man also die ersten 2 schlechten Tage berücksichtigt, konnte ich mich nicht beklagen. Nach dem sehr guten dritten Tag war der vierte Tag dann wieder ein bisschen mau. Und so gesehen, 75. Ja, ehrlicherweise schon ein Stück unter Erwartung und auch schon eine ganze Ecke von den Top 16 weg. Es mussten wir jetzt also hier am letzten Tag richtig gute Punkte rauspurzeln. 4000 Punkte und ein bisschen 4100 hatte ich eher so gerechnet. Wo braucht man noch denn? Der letzte Finalplatz geht typischerweise nicht unter 17.000 Punkten weg. So wird es auch diesmal am Ende sein. Also 4.000 Punkte aus 3 Serien, das kann man spielen, aber da muss es natürlich auch schon glücklich laufen. Da darf es nicht besonders viele Unglücksfälle geben. So, gucken wir mal rein. Was ist passiert? Erste Serie am dritten Tag. Ich finde mich an Tisch 19 und habe einen Tisch mit Florian Pieper, mit dem ich jetzt 12 Serien lang mitgefiebert habe, weil wir in einer Mannschaft gespielt haben von den Leipziger Skatlöwen. Ihr kennt ihn vielleicht hier auch aus dem einen oder anderen meiner Streams und als Rätselideengeber. Sehr schön, ihn jetzt direkt am Tisch zu haben. Dazu Marco Filler und Nico Dietl, beide aus Berlin. Marco Filler, ganz starker, erfahrener Spieler. Kenne ich schon lange. Nico, mit dem habe ich noch nicht so oft gespielt, aber auch aus dem gleichen Verein. Und ja, ich denke mal, für mich persönlich war es in der EM natürlich der stärkste Tisch bisher. Ich habe zwar vorher auch schon starke Einzelspieler gehabt, aber nicht dann 3 sehr gute Spieler an einem Tisch. Und ja, wenn wir hier mal aufs Ergebnis schauen, schon mal, man sieht, hier lief es eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Kaum Verlustspiele, nur 2 Verlustspiele und 3 Spieler. Bei 3 Spielern lebte der Traum weiter. Nico hat am Ende nichts abbekommen oder nicht besonders viel. Mit einer 700 verabschiedet man sich ehrlicherweise meistens so ein bisschen dann aus dem Rennen. Aber sowohl bei Florian, bei Marco und auch bei mir ging es weiter nach der Serie. Ein guter Start in diesen Tag, wo du eben dann die 4000 Punkte brauchst. Ganz konkret lief es am Anfang bei mir sehr gut. Marco war immer so ein bisschen mit dran. Das heißt, gerade nachdem ich in Spiel 24 jetzt hier einen 120er bekam und dann im Spiel 25 noch einen hinterher, hatte ich hier schon fast 1000 Punkte liegen. Da hoffst du natürlich auch mal, dass sich der Lauf so ein bisschen durchzieht und fortsetzt, dass da noch mehr rauskommt. Aber das ist ja, das ist die Hoffnung, aber das passiert nicht jedes Mal. Die anderen haben da auch ein Wörtchen mitzureden. Marco kam mit zum Hattrick wieder dran. Ich glaube, ein Spiel hätte Marco hier vielleicht in der Serie verlieren können oder müssen, aber hatte da das Glück des Tüchtigen und das hat also gehalten. Ja, plötzlich kam auf der Außenbahn dann Florian noch ran. Den hatten wir gar nicht so richtig auf dem Schirm. Davor war ich jetzt hier mit 700 und der Marco mit 600 Punkten an sich so am Betteln um den Tischsieg, aber letztlich, es geht ja hier auch gar nicht um den Tischsieg. Es geht um die Gesamtpunkte, da kommt das einfach alles mit drauf. Und
Dennoch waren wir ein bisschen überrascht, dass plötzlich mit zum Endspurt noch mit einem 96er Grang auf der Außenbahn Florian sich hier den Tischsieg noch geschnappt hat. Ja, und schon mal Spoiler-Alarm, am Ende hat es Marco, der jetzt natürlich sich erstmal mit den 1268 ein, zwei Tische noch hinter uns einsortieren musste, der hat es am Ende ins Finale geschafft. Gratulation dazu. Hier habe ich also eine Serie mit einem späteren Finalisten gespielt. Ja, interessante Partien gab es hier sicher, aber ich habe sie gar nicht mehr so auf dem Zettel. Also nichts Außergewöhnliches, was hier zeigenswert wäre. Kein spannendes Beatspiel oder so bei mir gerade. 12:0. Ihr wisst ja, ich zeige meistens eher die Partien, wo es sehr, sehr eng ist oder wo mal Spielfehler drin waren oder wo es auch mal hätte anders ausgehen können. Ich kann mich an sich nicht erinnern, dass ich in dieser Serie irgendwelche harten Entscheidungen jetzt wirklich gehabt hätte. Recht gute Karten. Ich weiß, Florian hatte hier gerade in seinem Antritt auch das ein oder andere Farbspiel super listig auf den Punkt mit 61, 62 gewonnen. Hinten eine schöne Trumpfgabel, geblufft im Spiel mit einem Abwurf aus der 10 zu dritt und solche Sachen. Da waren ein paar schöne Geschichten dabei, hat mir also Freude gemacht und ja, war also ein schöner Auftakt. Ich denke, an dem Tisch drei Leute haben sich gesagt, so darf es gerne weitergehen. Ja, gucken wir uns dann die zweite Serie an. Wir waren jetzt schon an Tisch 12 und mit wir meine ich Florian, denn der hat sich durch eben diesen letzten Grang ja an mir knapp vorbeigemogelt und wir hatten weiterhin die gleichen Punkte und durften jetzt erneut gegeneinander spielen. Dazu hatten wir jetzt Arkadius, ein sehr starker Skatfreund aus Polen, und Nils Möhring, den kannte ich noch nicht, der sagte mir nichts. Junger Mann, aber hat, sage ich mal, bleibenden Eindruck hinterlassen, sehr starker Auftritt, schon sehr abgeklärt und erfahren einfach für das Alter. Ich weiß nicht, ob es jetzt seine erste EM war, ich denke schon, und dafür sicher ein super Ergebnis, dass er hier vorne noch quasi am letzten Tag schon noch um den Einzug ins Finale mitgekämpft hat, auch wenn er hier in dieser Serie letztlich diesen Traum auch so ein Stück begraben musste, denn hier kam jetzt eben auch nicht so viel bei ihm an. Ja, in dieser Serie hat es irgendwie jetzt so richtig geknistert. Ich hatte ein paar deutlich schwierigere Entscheidungen zu treffen, glaube ich, als in der Serie davor. Weiß auch nicht, ob das alles so richtig war, beziehungsweise ich weiß mit Sicherheit, dass ich mich hier über eine Partie besonders geärgert habe und die zeige ich jetzt natürlich auch mal. Also, es ging bei mir richtig gut los. Pik mit 3, dann Gang ohne 3. Im dritten Spiel, wo ich geben muss, schaffe ich es erstmal, ein Verlustspiel rauszugeben. Ist nicht so, dass es da irgendwie natürlich eine hämische Freude oder so gibt, aber es scheint erstmal gut zu laufen und natürlich sind das auch 30 Punkte, die hast du erstmal, ne? So, im vierten Spiel war jetzt schon das erste Mal so eine Überlegung. Ich habe in Hinterhand einen Ansatz für Nullouvert, muss aber ehrlicherweise so zwei Karten noch finden, habe, glaube ich, 9 und König oder sowas faul. Und wenn du dann eine gute findest und immer noch mit der blanken 9 hinlegen musst, ja, dann ist das natürlich schon fragwürdig. Also das ist eine Reizung, die würde man sich überhaupt nicht überlegen, wenn man nicht schon deutlich hinten an wäre. Ne? Aber das Gefühl hat irgendwie gesagt, komm, zieh das Ding durch, es läuft doch gerade hier für dich. Die Vernunft hat dann gesagt, sowas wie ein Lauf oder so gibt es nun mal nicht. Du solltest nicht ein 0 mit 2 Faulen quasi auf Nullouvert schon durchziehen. Dafür ist der Stand jetzt schon wieder zu gut, muss man sagen. Ne? Dafür sind wir an sich schon wieder zu dicht dran. Also vernünftigerweise gepasst. Arkadius gewann problemlos sein Herzhand. Und ja, ich schaute natürlich in den Skat hinterher rein, beziehungsweise informierte mich und sah, der Nullouvert hätte geklappt. So. Soweit erstmal nichts passiert. Warum erzähle ich das überhaupt? Weil letztlich jetzt zwei Spiele später im Spiel 6 quasi das nächste Mal so eine Entscheidung kam, reizen oder eben nicht, ne? Oder wie weit. Also ich in Vorhand habe eine sehr schöne Ausgangskarte, mit der man sicher ans Spiel möchte. Karo oder Herz, vielleicht wird es auch ein Gang. Ne? Krieg aber auch nicht super überraschend jetzt von Florian aus Hinterhand Reizung, Mittelhand war direkt raus. Bis 30 ohne Probleme, dann in Richtung Herzhand, auch bis 40 mitgegangen.
Jetzt wurde es natürlich knifflig oder wurde es mir ein bisschen wärmer ums Herz. Natürlich willst du so ein Blatt ungern aus der Hand geben und natürlich brauche ich auch noch eine Menge Punkte. Florian war sehr schnell am Reizen, aber selbstbewusst, er wollte das Spiel auch, dass er ein gutes Spiel hatte, das sagte mir so ein bisschen seine Körpersprache. Aber es konnte natürlich dennoch ein Null-Ouvert sein oder ein Kreuz, natürlich auch ein Pik wäre möglich. Kreuz Hand ohne 2, ein Pik ohne 3, was auch immer. Ich habe mich jetzt letztlich entschlossen, erstmal noch die 46 rauszunehmen. Also nicht im Zweifel mir ein Null-Ouvert anzuschauen, denn letztlich gibt es hier natürlich diverse Karten, die das Spiel verstärken. Die beiden Buben, drei Herzen. Karo Ass, stell dir vor, Karo Ass liegt drin, ne? Dazu noch Pik Ass, Kreuz Ass, also erstmal 8 Karten, mit denen man dann, denke ich, mit einigermaßen gutem Gefühl auch in einen Grang reingehen kann. Natürlich Karo Ass oder ein Bauer besser als eine Herz 7, aber auch mit einer Herz 7 kann man diesen Grang ja schon mal losmachen, dann sollten die Bauern kommen oder die Herzen. Also Null Ouvert wollte ich jedenfalls nicht sehen, jetzt höre ich dann aber die 48, ja, und jetzt muss man sich wirklich natürlich diese Frage stellen. Das ist eine Abwägung, die ist nicht ganz einfach. Wenn du da reingehst und das Ding verlierst, dann wird es das sehr wahrscheinlich gewesen sein. Das ist dann schon so eins von diesen Schlüsselspielen, dass ein Grang jetzt ohne mit 2 zu verlieren, ist eben einfach schon eine sehr teure Geschichte. Wenn du es nicht nimmst, dann wird es sich eben erst deutlich später zeigen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ne? Das lässt sich dann sofort nicht beantworten. Aber dennoch denke ich, am Ende ist es vernünftig. Ich habe das Spiel dann auf 48 gepasst mit knirschenden Zähnen. Und natürlich stellte sich im Spielverlauf raus, Herz 10 und König waren im Skat. Florian gewann problemlos sein Kreuzhand ohne 2. Ja, hätte man natürlich im Nachhinein gerne mitgenommen, das Ding. Wenn man also quasi hier im Spiel 4 und dann im Spiel 6 zweimal an sich reizen will und es dann aber vernünftigerweise nicht tut und jedes Mal hätte es gepasst, das tut auch ein bisschen was mit einem. Also da muss man auch wirklich stabil sein. Ich denke schon, beide Entscheidungen sind vernünftig. Aber letztlich beim Skat am Ende kannst du dir nichts davon kaufen, wenn du immer vernünftig gewesen bist und nie ins Risiko gegangen bist. Du musst meistens auf so ein Turnier eben auch ab und zu mal dahin gehen, wo es weh tut und wo es sich vielleicht von der Wahrscheinlichkeit noch nicht super gesund anfühlt. Und das habe ich hier aber, das war mir hier einfach noch zu hell draußen. So, ich wurde nicht dafür bestraft, sondern es kam dann auch ein bisschen Anschluss. Das hat mich natürlich wieder ein Stück weit beruhigt. Beim Arcadius gingen dann hier ziemlich schnell die Lichter aus. Der hatte hier unglückliche Kartengegenstände und dann war es schnell für ihn gelaufen. Ich hatte dann nach kurzer Pause in Spiel 21 jetzt wirklich das erste Mal auch richtig Glück und das wurde danach ja auch gleich mit einer kleinen Fortsetzung belohnt, sodass ich zur Hälfte wieder richtig gut stand. Dieses Glück braucht man manchmal auch. Spiel 21, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn das sieht ja im Skatguru immer so easy aus. Da stehen nur die Partien drin, die Ergebnisse, aber nicht, was sich da eben wirklich abgespielt hat. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende. Also ich hatte an sich eine gute Ausgangskarte mit 3 Buben und dann in der Summe auch 7 Trümpfen. Allerdings fand ich schon nicht besonders gut und die Beikarte war jetzt ein echter Trümmerhaufen. Pik hatte ich eine blanke Lusche, Karo hatte ich König Lusche und Kreuz hatte ich ebenfalls König Lusche. Also, welche Luschen es waren, weiß ich nicht mehr genau, aber letztlich so war die Karte. Ist natürlich auch ein Klassiker, so eine Partie habe ich jetzt schon sehr oft gespielt. Der funktioniert meistens, muss man sagen. Der sieht natürlich mit dieser Beikarte gar nicht so dolle aus, aber in der üblichen Rechnung, nur mal angenommen, man drückt eine Farbe weg, so 28 auf Karo, 15 auf Pik, da sollten dann idealerweise nicht 21 auf der blanken Lusche fallen und nochmal 15 auf einen Trumpfstich. Wenn Trumpf höchstens 3:1 steht, dann haben die anderen 58. Ne? Also gegen eine Normalverteilung, und wenn das Unglück nicht mit dem 21er hier zuschlägt,
funktioniert das Spiel meistens. Man kann ihn also so drücken, man kann ihn aber auch, und ich halte das in Mittelhand insbesondere für stärker, so drücken, dass man alle Augen runter tut. Sieht im ersten Moment ein bisschen dusselig aus, weil man alle Farben mit hat. Dafür hat man eben die Bilder weg, und typischerweise, wenn man selber so trumpfstark ist, dann haben die anderen ja eher wenig Trümpfe. Ne? Mindestens einer von den beiden hat eben nur ein oder zwei Trümpfe. Und gegen vier Trumpf will man das Ding natürlich sowieso nicht spielen, also das überlebt es meist nicht, aber gegen die Normalverteilung Trumpf 2-2 oder 3-1 gibt es hier einen trumpfkurzen Mitspieler, und der schont typischerweise in den ersten Stichen seine Vollen. Also es ist sehr selten, dass hier da direkt die Vollen nur so auf den Tisch kommen und du dann hier nach drei Stichen das Ding schon abschenken kannst. Meistens kommt jetzt aus dem König dritt, aus einer 10 zu dritt erstmal klein raus, du bedienst einmal ganz unauffällig, im Rückschub wirst du auf vier Augen die nächste Lusche weg oder auf 10 Augen vielleicht sogar, oder stichst erstmal. Also meistens funktioniert das Ding. So also gedrückt, und dann ging es los. Im Aufschlag kam Pik Ass. Ich denke schon so, was soll das denn? Ne? Wieso kommt jetzt da ein Ass auf den Tisch? Doch wohl hoffentlich nur, weil er Ass 10 selber hatte. Aber, oh Schreck, es fielen gleich im ersten Stich hier 21. Und das ist natürlich für diese Partie schon sehr, sehr bedenklich. Also ich kann es ja jetzt nicht ändern, aber das ist schon ein erster Nackenschlag, weil ja auch typischerweise nach dem alten Spruch, hast du Ass und 10 gesehen, sollst du von der Farbe gehen, jetzt die Vollen in der nächsten Farbe auf den Tisch kommen, oder zumindest erstmal die nächste Farbe geöffnet wird. Ja, und dann ist es schon leicht vorstellbar, dass nach den nächsten beiden Stichen die anderen schon bei 45 stehen und mit Trumpf irgendwie, ne, gut, oder noch höher stehen, sodass man das Ding einfach verliert. Okay, 21. Es wurde auch die Farbe gewechselt, und zwar kam jetzt Karo Dame, von mir die 8 und jetzt von Nils in Hinterhand in einer ganz schnellen Zugfolge die 7, also Millisekunde. Ne? Erstmal gut, es sind nur drei Augen, aber gleichzeitig die 7 war so blank, wie eine Karo 7 je nur blank sein kann. Das hab ich sofort gespürt, also wenn man entsprechend schnell spielt. Ne? Man gibt natürlich seinem Partner auch vielleicht ein Zeichen, aber man gibt auch dem Alleinspieler ein Zeichen. Ne? Also so gesehen, das ist hier alles fair. Die 7 kam sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, die ist blank, und damit war es jetzt auch nicht überraschend, dass Karo Ass hinterher kam. Die anderen haben 24 Augen liegen, und das ist jetzt natürlich unangenehm. Ne? Wenn vorne schon Pik Ass und Karo Ass hat, dann und jetzt eine Viererlänge Karo, dann vermuten wir mal den Pik Buben oder auch das Herz Ass nicht noch bei ihm, dann hätte ich es nicht bei 18 bekommen, sehr wahrscheinlich. Also die Trümpfe stehen vermutlich eher hinter mir. Ja, wenn ich jetzt hier klein stech, Trumpf Ass sticht über, dann sind es schon 46. Ich habe noch einen Kreuzstich in der Abgabe, auf dem alleine bin ich wahrscheinlich schon platt. Ein Pik Bube geistert auch noch unterwegs rum, also nicht schön. Letztlich auch ein Stich Karo Bube, wofür ich mich entschlossen habe, hat natürlich auch seine Tücken. Wenn Hinterhand zum Beispiel jetzt nicht übersticht, dann ist die ganze Stabilität in Trumpf auch dahin. Dann geht es wirklich nur noch gegen Trumpf 2-2. Es drohte also an allen Enden und Ecken, das sieht man daran, es wurde jetzt tatsächlich übergestochen, was ja an sich erstmal gut ist, weil jetzt, wenn nicht Trumpf zu dritt noch steht, die drei fehlenden Trümpfe, dann habe ich jetzt wenigstens in die restlichen Trümpfe, dann sollte es hoffentlich nur noch einen Stich in Kreuz geben, aber die Gegner haben ihm jetzt schon 39 Augen liegen, und es sind ja beide Kreuzvollen unterwegs. Jetzt kam Pik Dame, Pik König hinterher, ein Stich, der mich an der Stelle jetzt nicht so überzeugt, was Nils da gemacht hat. Ich glaube, wenn er jetzt einfach Trumpf zurückspielt, um erstmal den Trumpfstand zu klären, oder vielleicht sogar sein Kreuzvolles schon auf den Tisch haut, weil er die 7 Trümpfe schon erahnt, denn letztlich, wo ich eine Piklusche dabei habe, jetzt schon eine Karolusche dabei, das deutet dann in Mittelhand schon auf Trumpf stark hin, also auf 7 Trümpfer. Ne? Von daher, wenn jetzt sein Partner nicht den Pik König gehabt hätte, wenn ich den gedrückt hätte, dann könnte ich jetzt easy da meine Kreuzlusche abwerfen und hätte das Spiel gewonnen. Jetzt stellt sich die Situation natürlich nicht so leicht dar, denn ich kann zwar jetzt hier abwerfen auf 46, aber dann kommt logischerweise Karo 10 hinterher, oder ne, und dann droht hinten wieder der Überstich, das heißt, das ist auch
immer noch sehr schnell verloren. Das kann ich mir an sich gar nicht erlauben. Von daher bin ich einfach mal davon ausgegangen, Pik Dame König deutet vielleicht darauf hin, dass in Kreuz gar nicht die 21 auseinanderstehen, die beiden Vollen. Also habe ich erstmal gestochen und geguckt, dass ich in Trumpf schaue, was los ist und die Überstiche, die möglichen, eliminiere. Es kam auch, es fielen zwei Trümpfe. Und dann habe ich hier erstmal das Trumpf Ass eingesammelt. Also so gesehen, hinter mir beim Nils standen tatsächlich die drei Trümpfe. Wenn er da den Karo Bauern im dritten Stich nicht übernimmt, dann hat er noch zwei Trumpfstiche. Ich glaube, dann bin ich auch völlig chancenlos. So kam jetzt hier irgendein Abwurf. Und ich musste ihn jetzt bei 39 mit der Kreuz Lusche antreten. Nils hatte alles ausgezählt, ist ratzfatz jetzt mit dem Ass drauf. Und jetzt hatte ich wirklich das Glück. Ich vermute mal auch, dass Arcadius eben schon nach seinen, nachdem er drei verlorene hatte, einfach so ein bisschen natürlich im Kopf zugemacht hat, nicht mehr ganz so wach war. Und er wird sich ja ganz einfach wohl verzählt haben. Ne? Um 1, 2, 3 Augen, wer weiß es schon. Jedenfalls, wenn man nicht weiß, dass man schon 39 oder mehr hat. Also noch einen weiteren Stich braucht, wo ich schon kein Karo und kein Pik mehr habe, ist es dann ja auch logisch, dass man die 10 noch nicht legt. Also ich hatte hier das Glück, dass offenbar hier Arcadius sich verzählt hatte, nicht genau wusste, dass sie schon 39 hatten und deswegen da, ich glaube, er hatte gar nicht die Dame, er hatte, glaube ich, diese Kreuzen und hat deswegen da tatsächlich die Lusche reingelegt. Ja, sehr glücklich an der Stelle für mich, mit Herzkammerflimmern dieses einfache Spiel gewonnen. Es ist völlig normal, dass in so einem Turnier, gerade über 15 Serien, viele Fehler natürlich passieren oder du hinterher von vielen Spielen berichten kannst, die du auch hättest verlieren können. Ne? Aber diese Fehler gehören quasi dazu oder dass solche Spiele gewonnen werden. Du wirst nie ganz nach vorne kommen, wenn die Gegner immer deine Schwachstellen direkt durchschauen und alles genau treffen. Das ist also ganz normal. Aber es ist natürlich so, jetzt im gesetzten Feld, wo auch stärker gespielt wird, da werden diese Fehler natürlich weniger und umso mehr weiß man das zu schätzen, wenn man dann da auch mal so von profitiert. Ja, entsprechend ging es dann gut weiter, zur Hälfte 9:0 und schon Spiele von der Seite, also hatte ich hier schon kurz vor 1000 Punkte liegen und das war natürlich jetzt nach der ersten sehr guten Serie, fühlte sich richtig gut an, fühlte sich so an, als wäre ich dabei, ins Finale irgendwie noch zu stürmen. Virtuell werde ich zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich dicht dran gewesen sein. Dann kam mal ein Päckchen Pause und dann kam Spiel 29 und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Denn das Spiel habe ich ja, wie ihr gerade gesehen habt, nicht gewonnen. Hätte ich aber vielleicht tun sollen. Ja, so, also was ist hier im Spiel 29 passiert? Ich habe einen 5-Trümpfer in Mittelhand. Bei 18 erneut nach nicht besonders glücklicher Findung, aber das gehört nun mal dazu beim Skat. Du findest nicht immer super glücklich. Pik, Lusche, König und eine Karo, Lusche. So, wenn wir das hier noch einmal ein bisschen sortieren. Jupp, Jupp, Jupp und Jupp. Die beiden Piken habe ich gedrückt. Glaube ich ganz logisch. Und die erste Frage ist jetzt natürlich auch, was machen wir zu Trumpf, Herz oder Kreuz? Der nicht ganz so erfahrene Spieler mag hier nach der an sich üblichen Regel geben, eine stärkere Beikarte zu präferieren, das heißt Kreuz zu Trumpf zu machen und Herz mit Ass und 10 in der Beikarte zu haben. Wir sind hier aber in Mittelhand einfach zu Trumpf kurz. Ne? Also, wenn wir Vorhand wären und statt Pikbube wir noch Kreuzbuben hätten, dann ist klar, dann würden wir Kreuz taufen. Aber in Mittelhand werden wir einfach zu kurz kommen und es nie schaffen, die Herz 10 durchzubekommen. Das heißt, hier habe ich den Herz getauft. Das ist, denke ich, das schon eine ganze Ecke stärkeres Spiel. Hat einen ganz einfachen Matchplan. Natürlich darf Kreuz hier nicht zu dritt stehen. Aber auch wenn du Kreuz spielst, dann sollte auch Herz König nicht zu dritt stehen. Ne? Also ein Abstich vom Kreuz Ass überlebt das Spiel nicht. Aber ansonsten bekomme ich hier natürlich beide Kreuzbilder und kann üblicherweise in den ersten 2, 3, 4 Stichen schon beide Trumpf Vollen verstechen.
Und das sind dann schon drei volle und ein paar Bilder. Ich hoffe, dass ich eben in Karo oder in Pik mindestens ein volles stechen kann. Vielleicht dann sogar zwei, dann reicht es schon. Und sonst mit vier vollen und den paar Bildern habe ich dann immer noch den Pik-Buben bestellt und kann mir im Spielverlauf hoffentlich noch die letzten nötigen Augen sammeln. Also das Spiel ist, wenn du es bei 18 bekommst, jetzt gar nicht. Es sieht vielleicht ein bisschen schlechter aus, als es ist. Ich gebe dem durchaus eine gute Chance. So, jetzt kommt im ersten Stich. Kreuz Dame auf dem Tisch. Das ist eine Karte, die siehst du jetzt natürlich nicht sehr gerne, weil es sofort das Blatt verrät. Natürlich droht auch jetzt erstmal direkt Abstich Kreuz Ass, aber das überleben wir eben sowieso nicht. Das wäre dann ja verurteilt, da können wir nichts machen, da brauchen wir sich auch nicht drüber ärgern. Aber eben auch wenn das nicht passiert, dann verrät es eben schon sehr stark die Karte und das möchtest du an sich eher nicht, ne? Aber es hilft ja nun nichts, so wurde gespielt. Ich bin also rauf mit dem Ass und habe von hinten auch den König bekommen. Erste Arbeitshypothese ist natürlich, Vorhand hat blank ausgespielt, weil außer einfach bestellten 10 im ersten Stich sieht man jetzt auch nicht so oft, aber das ist nur eine Arbeitshypothese. Wer letztlich Kreuz 10 hat, ja, das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Wir haben jetzt erstmal 22 Augen. Trumpf Lusche, fehlt irgendwie Lusche König. Ich kam in Mittelhand und jetzt kam Karo Lusche auf den Tisch. Ein Zug von Arcadius, der mich letztlich jetzt auch nicht restlos überzeugt. Es stellt sich später im Spielverlauf raus, er hat noch die Kreuz 10, das heißt, er hat jetzt an sich diesen Viererzug Kreuz ja schon erkannt. Und er hat auch drei Trümpfe dabei, also an sich muss er schon jetzt was Volles auf den Tisch legen aus meiner Sicht. Hat er aber tatsächlich nicht, er hat die Karo Lusche gespielt. Karo Lusche, Karo Lusche, hinten Karo 10. Jetzt habe ich natürlich irgendwo damit gerechnet, dass jetzt mal Kreuz 10 rauskommt, dass Nils die hat und jetzt auch erstmal eine Schmierung da einsammeln will. Kam aber nicht, es kam zurück, Karo Dame, Karo König habe ich jetzt erstmal rausgenommen. Ja, und ja, wie viele Augen habe ich liegen? Frage in die Runde. Es ist ja nicht so schwer an sich, ne? 4 plus die 18 sind 22, das sind jetzt 40 Augen, ne? Aber aus irgendeinem Grund hat meine innere Rechenuhr jetzt 39 angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich beim Drücken direkt wieder vergessen hatte, dass es Pik König war und nicht Pik Dame. Vielleicht habe ich nur mit Pik Dame gezählt, vielleicht habe ich einfach hier nur so grob drüber geschätzt, auf jeden Fall, ne? Meine innere Uhr war bei 39 und nicht bei 40 und das war gleich das Problem, wie wir sehen werden. Ich spiele Trumpf raus. Es stand also wirklich an sich riesig für mich. Trumpf 3-3 und jetzt beide Buben hinter mir. Ich glaube, Arcadius hat hier sogar schon dann den Karo Buben reingelegt, um die Augen zu schonen, falls es der Sechstrümpfer ist. Nils hat dann direkt erkannt, ach, ich kann da gar nicht so viel mehr mit den blanken Bauern anfangen, hat den Bauern hinterhergezogen. Da fiel die Lusche, ich konnte gemütlich Pik Bube legen. Ja, das Einzige, was in dem Spiel jetzt nicht so richtig gut gelaufen war, ist, dass Kreuz 10 noch nicht auf dem Tisch war. Also irgendjemand hat es zu Recht natürlich gut gespielt, geschafft, nicht mehr hier die anderen Kreuzen hochzuspielen, sonst hätte ich ja jetzt schon Rest gehabt. Naja, und jetzt kam eben Karo 7, Karo Ass und ja, ich stehe ja auf 40 Augen. Ich brauche ja nur stechen auf 61. Da denke aber, ich stehe auf 39 und wenn du denkst, du stehst auf 39 und hast danach keinen Stich mehr in der Hand, dann ist es ja auch logisch, ehrlicherweise, den nicht zu stechen, ne? Die Aussichten sind vielleicht nicht besonders rosig, denn wir müssen dann noch einen vollen mit dem Bild stechen. Aber letztlich, bevor du hier auf 60 stehst und danach nichts mehr kriegst, ja, habe ich dann erstmal abgeworfen und gehofft, dass das Spiel sich jetzt noch günstig für mich entwickelt. Das war aber eben nicht der Fall. Jetzt hätte Arcadius natürlich nochmal die Chance gehabt, Kreuz 10 zu spielen und mir damit die letzte Lusche hochzuspielen. Aber ja, auch wenn ich eben vorher die Karo Lusche im zweiten nicht überzeugend fand, das hat er dann doch nicht gemacht. Hatte er verstanden, was hier los war. Jetzt kam Pik 10 und ja, ich gehe ins Gebet und denke nochmal drüber nach, wie muss denn die Karte jetzt stehen? Ich hatte natürlich gehofft, dass jetzt vielleicht Klein Pik kommt, einmal nach hinten gespielt wird und ich dann auf dem Rückweg nochmal Pik Bild und den anderen vollen zu greifen kriege, ne? Ja, jetzt war Schachmatt, das Spiel war verloren. Während ich jetzt noch drüber nachdenke und nochmal rekapituliere, merke ich schon, und das ist mir wirklich auch selten passiert, merke ich jetzt im Spiel beim Nachzählen, ich habe 40 liegen. Und mir fällt sofort auf, können wir bitte vielleicht nochmal eine Minute zurückgehen? Können wir vielleicht den letzten Stich nochmal aufdrehen? Ich würde jetzt doch gerne das Karo Ass nochmal eben stechen. Dann könnt ihr auch den Rest haben. Aber so ist es natürlich nicht beim Skat. Längst passiert, Tatsachen.
Ich verliere jetzt das Spiel, ne? Und das war also, das war hart, weil ich war an sich mitten im Lauf und jetzt verstolper mir das Ding hier selber, wo ich so eine knappe Partie genau auf 61 hätte hinspielen können. Du weißt natürlich jetzt nicht, was wäre passiert, aber ehrlicherweise ich glaube, diese Art, ja, komplett Fehler, technischer Aussetzer, nicht, wo man sich entscheiden musste, ziehe ich schon den Doppelläufer oder nicht, wie zum Beispiel in meinem ersten Verlustspiel des ganzen Turniers, sondern wirklich krasser, harter Fehler. Einfach falsch gezählt, nicht den Sack zugemacht. Das ist mir nur das eine Mal jetzt hier in diesem Turnier passiert. Und ja, das eine Mal ist dann eben manchmal schon zu viel. Also wirklich mental habe ich es versucht, schnell abzuhaken. Musst du dann ja auch, du darfst sowas nicht mit dir rumschleppen. Aber natürlich habe ich mich geärgert wie nur irgendwas. Da kannst du wirklich in die Tischkante beißen. Und ja, wie das jetzt sonst ausgegangen wäre, keiner weiß es. Aber kann schon sein, dass ich hier natürlich meine Finalteilnahme mit diesem einen Spiel hier auf dem Gewissen habe. Danach, natürlich kam erstmal nichts, dann kriegte ich ein Null-Auvers, aber dann in Spiel 37 schlug das Schicksal gleich wieder zurück. Da hatte ich 9 rote Karten, dicht zum Null-Auvers, eine blanke Pik 10 als einzig Faule und finde jetzt irgendwo bei 36er Reizung Kreuz und Pik König. Auch noch so schön symmetrisch. Na, da lacht dir der Skat wieder mit allem, was er hat, so ins Gesicht. Realistisch betrachtet ist der, hat er vielleicht auch nur eine ungefähr 75% Chance, ne, dieser Null-Auvers. Aber dennoch ist natürlich eine Pflichtspiel, gerade wenn du noch Punkte brauchst. Also den musst du hier reizen und war so gesehen eine verurteilte Karte. Darüber habe ich mich dann an der Stelle nicht mehr geärgert. Nur es ist natürlich klar, ja, all das wäre vielleicht noch schlimmer gekommen, aber in deinen Gedanken natürlich nie passiert, wenn man das hier anders gespielt hätte. Gut, hinten raus kam dann sogar noch was, gerade im letzten Päckchen noch zwei schöne Spiele, sodass sich die Serie auch noch für mich einigermaßen versöhnlich ja, beendet hat. Also der Arkadius und auch der Nils hätten sicher mehr Grund zum Klagen gehabt, aber es ist trotzdem immer was anderes, ob man einfach nur keine Karten bekommt, ne, oder einfach drei auf die Rüpe bekommt, wo man vielleicht auch ein bisschen im Risiko war. Ne, wenn man sich da selber nichts hat zu Schulden kommen lassen, ich hatte mir das eben selber zu Schulden kommen lassen. Florian war zwischendrin auch wieder mit einigen wackeligen Partien gut durchgekommen und hatte hier seine Klasse gezeigt und war jetzt mit 1400 der Tischsieger letztlich. Aber sowohl Florian als auch ich hatten nach der Serie immer noch Chancen. Unser Traum lebte noch und jetzt ging es dann in die letzte Serie des Tages. Wir können sehen, ich war jetzt schon mit diesen 12,80 vorgerückt an Tisch 8. Und ja, so gesehen bisher deutlich über 2600 gespielt. Jetzt noch einmal so eine 1300, beziehungsweise die Rechnung war eher 1400 braucht man hier, ne? Und das ist aber ja nicht unmöglich. Das ist auch nicht eben so eine richtig fette Serie, die du brauchst. Also 1400, ich weiß nicht, wie viele ich in dem Turnier, in der Kategorie, in der Größenordnung gespielt habe. Einige, ne? Also das passiert ja oft genug, aber es darf natürlich auch nicht viel schiefgehen und logischerweise, wie ich es schon sagte, im gesetzten Feld ist das deutlich schwerer als im freien Feld. Ne? Wir sehen es aber zum Beispiel am Tisch 7. Sven Wendt, der brauchte dann offenbar nur 12,67, der hat es ins Finale geschafft. An Tisch 9 kam mit dem letzten Spiel Candy noch auf die 1400. Wir ja auch sehen, da war große Freude. Ne? Der hat wirklich im 48. Spiel noch den 96er gekriegt und ist gerade ins Finale rein. Also diese Sachen gibt es und das ist einfach unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß das selber, in 2015 kam ich in Koblenz, glaube ich, von Tisch 10, habe da eine 1700 gespielt, gerade ins Finale. In 2017 in Polen bei der EM kam ich von Tisch 8, genau wo ich jetzt auch saß, und habe da eine 1500 gespielt und war genau im Finale. Und jedes Mal kommen natürlich diese Ergebnisse erst mit den letzten zwei, drei Spielen und das fühlt sich einfach immer so geil an. Ja, ihr habt es hier schon gesehen, an diesem Tisch
war die Karte irgendwie einfach zu ausgeglichen verteilt. Es hat von Tisch 8 letztlich keiner geschafft, obwohl es ein schöner Tisch war. Detlef kannte ich noch nicht aus Berlin, aber hat auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei mir. Frank habe ich länger nicht gespielt, kenne ihn aber. Und Christian, ja, den kenne ich natürlich im Moment sehr gut. Er ist ja regelmäßiger Gast bei mir auch im Stream und natürlich auch ein Top-Spieler. So, alle brauchen hier die 1400, ne? Und alle hatten sicher auch die Ambition. Ich denke, der Detlef hatte an sich das Kartenmaterial, was am ehesten dazu hätte führen können, sage ich mal, ne? Also er hat einfach die meisten Spiele auch gemacht. Er hatte dann aber tatsächlich so ein bisschen das Pech bei ihm in Spiel 19, kippte so eins von seinen Schlüsselspielen, ein Kreuz ohne 3, dann auf 60 Augen genau. Ne? Er hatte zweimal die Chance, das entsprechende Bild bzw. einmal noch den König statt einer Dame zu bekommen. In zwei Farben kriegt jedes Mal nur das Minimum. Zusätzlich haben wir hinten raus auch mit ihm Trumpf gespielt, weil es ausgeguckt war. Also am anderen Tisch kannst du vielleicht einfach nochmal einmal irgendwo drei Augen einstechen und hast gewonnen. Hier ging es halt genau auf 60. Damit war das auch so ein erster Schuss ins Kontor. Bei allen anderen war schon so ein bisschen klar. Frank war zwar gut gestartet, hatte dann aber nichts mehr bekommen, noch einen verloren. Also der stand hier bei Halbzeit 3 zu 1, 150. Ja, ist nicht unbedingt das, was du, so wie die 1400er-Serien aussehen sollten oder entstehen. Christian genauso, 4 zu 1, 129. Und ich war an sich auch noch ganz gut gestartet, musste dann aber natürlich auch bei nur 135 Spielpunkten nach 4 Päckchen, hatte ich jetzt hier, glaube ich, auch schon ein etwas fragwürdiges, grenzwertiges Handspiel losgemacht, was dann nicht ging. Kam zwar wieder mit zwei Spielen noch hinterher, aber auch 6-1, 176. Es lief halt bei keinem so richtig gut los und beim Detlef ging es dann im weitesten Sinne noch am ehesten wieder in die richtige Richtung. Der bekam dann hier auch mal so einen 120er und einen 72er und hat sich dann hier bei Spiel 32 noch ein bisschen nach vorne abgesetzt, während bei mir jetzt, glaube ich, spätestens nach Spiel 27 an sich der Traum ausgeträumt war. Hier habe ich jetzt ein Nullouvert gereizt mit zwei Faulen. So, na, natürlich hat der vielleicht eher eine Gewinnchance so zwischen 20% und 30%. Ist nicht eingetreten, war ich mir dessen bewusst. Ich habe hier also nicht auf eine Platzierung gespielt, sondern habe natürlich gesehen, wir sind jetzt deutlich nach Hälfte. Ich stehe bei 6-1, kriege auch kaum Beispiel dazu, also habe noch keine 500 Punkte. Es muss jetzt was passieren und dann kann man sich irgendwann natürlich die Spiele auch nicht mehr so richtig aussuchen. Ne? Beziehungsweise, klar, man kann noch hoffen, dass danach noch irgendwie 5, 6, 7 Grands einlaufen, aber das ist eben auch nicht so wahrscheinlich. Und hinten raus trauerst du im Zweifel dann auch diesen Möglichkeiten zumindest nach. Wenn das Turnier vorbei ist und dir fehlen einfach 3, 4 Spiele, dann würdest du wenigstens die Chance nochmal ergreifen. Also ich bin hier vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht ein bisschen zu sehr ins Risiko, aber letztlich die Platzierung, ne, ist mir dann egal. Es ging hier nur ums Finale oder nicht, deswegen all in und hat einfach nicht geklappt, hat nicht sollen sein. Ja, der Christian, denke ich, bei dem ist dann in Spiel 34 der Traum geplatzt. Ich hatte tatsächlich jetzt noch 2,96, also dass die Flamme der Hoffnung wieder ein bisschen Nahrung bekommen habe und habe deswegen also tatsächlich genau das gleiche Ding nochmal gebracht, wieder Nullouvert mit 2 zu finden. Denn komm, einmal muss es auch passen, hat aber natürlich wieder nicht gepasst. Habe mir hier das dritte reingezogen und dann nochmal eine absolute Bruchkarte nochmal bei Passe 18 gesagt. Die anderen hatten ja quasi jetzt auch schon nicht mehr so viel Interesse, jetzt noch schlechte Karten zu reizen. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Also so gesehen, ich denke, wenn ich jetzt nicht so hart versucht hätte, ein bisschen mit Gewalt auch wirklich ins Finale zu kommen, da hätte ich hier 400 Punkte auch mehr spielen können oder sogar müssen. Ne, zweimal die Nullouvert einfach mit zwei Faulen nicht reizen und hier in diese Bruchbude auch einfach einpassen. Das sind dann die 400 Punkte. Dann hätten wir, glaube ich, alle ganz regelmäßig, ganz gleichmäßig hier unsere 1000 irgendwie zusammen gestottert. Leider war das halt ein Ergebnis. An Tisch 3 oder so hätten sich, glaube ich, alle drüber gefreut. Ne, an Tisch 8 hat es keinem geholfen. Ne? Ja, bei Detlef kam dann eben auch nicht mehr viel, es trudelte auch so aus, er hat sich tatsächlich hinten raus dann auch noch mit einer, ja, hat der Skatgott ihm auch nochmal eine mitgegeben, das Spiel zeige ich hier nochmal, das war auch, also, dass du dann in so einer Serie dann dieses Spiel dann auch noch an die Rübe kriegst, was ihn wahrscheinlich auch noch irgendwie 10 Plätze in der Gesamtwertung gekostet hat, ist natürlich auch,
ja, nicht schön, aber andererseits auch genau das, was den Skat ausmacht. Er hat das also sehr gut alles, sagen wir mal, weggesteckt. Also das muss ich sowieso sagen, hier in dem, an den gesetzten Tischen. Ja, wenn diese Träume platzen, da habe ich das auch schon anders erlebt, wie da die Reaktionen sind. Hier haben das alle ganz professionell und ja, gelassen, sage ich jetzt mal, zur Kenntnis genommen. Ich zeige jetzt einfach nochmal den Grang, den Detlef kurz vor Schluss an die Rübe bekommen hat. Ich glaube nicht, ich glaube, er hat ihn sogar auch bei 18 bekommen. Also es war nicht mal, dass er jetzt zu dem Grang gezwungen wurde. Und ich glaube, da muss man sich auch nicht unbedingt zwingen lassen. Ich glaube, den wird jeder spielen. Das waren seine Handkarten und er hat die Pik 10 sogar noch im Keller. Ich weiß nicht, vielleicht sogar mit der Dame, aber ich glaube eher mit einer Lusche. Ich glaube, er hat 10 Augen gedrückt. Also das ist in Hinterhand seine Hand und seine Handkarten. Mit 10 Augen gedrückt. Also ich sag mal so, ne? Den Grang spielen wir doch wohl alle. Erster Stich von Christian war Kreuz Lusche. Kreuz 8 meine ich. Wo ist sie? Kreuz 8 ist hier, also wird sie nicht drin sein. Da war es eben die 9. Oder er hatte die 7, ganz egal. Von mir der König. Ja, Frage in die Runde. Was machen wir mit dem Stich? Wenn jetzt irgendeiner schreibt, ernsthaft, er schnippelt. Kann man natürlich machen, ne? Aber ich glaube doch, die meisten würden hier rausnehmen, weil die Drohung, dass du danach jetzt das Spiel noch verlierst, das sieht sehr unwahrscheinlich aus. Und ansonsten, dass man jetzt einfach zu kurz kommt, weil jetzt Pik kommt und wir eben nur zwei Buben haben und das spielt jetzt, ne, sind vielleicht mal vier oder fünf Piken sogar irgendwie in einer Hand, vielleicht auch nur vier, wie auch immer, ne? Und dass man dann einfach zu kurz kommt und darüber verliert oder auch vielleicht sogar bei verteilten Bauern dann, ne, sich was abstechen lässt, scheint, also nachdem jetzt dann vielleicht erst Pik kommt, man selber ein bisschen noch am Abwerfen ist und danach wird einem plötzlich noch links und rechts was abgestochen. Also ich glaube, die meisten werden doch hier rausnehmen, alleine weil es einfach nicht so aussieht, als ob jetzt noch groß was passieren kann, ne? So, mit dem Kreuz König noch, das ist ja genau noch so. Ne? Bei Lusche Lusche hätte man vielleicht sich das eher noch überlegt, aber der König ist ja auch noch ein weiteres Angebot. Gut, Detlef hat genommen. Detlef hat jetzt auch nicht einen Bauern gezogen, das wäre ja auch ziemlicher Wahnsinn. Er hat das Herz Ass einmal blank abgezogen. Ob das jetzt super wichtig oder auch gut ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Es machte hier keinen Unterschied, das spielte keine Rolle. Danach kam Karo Ass, wurde gestochen. Von mir der Karo König. Ja, und jetzt war eben angemischt, ne? Jetzt kam Kreuz 10 vom Christian. Ich habe tatsächlich noch sowohl Pik Ass als auch Herz 10, habe beide vollen und denke mir schon, nachdem ich jetzt natürlich auch zwei Buben, Kreuz Ass, Herz Ass und die fünf Karos kenne, weiß ich natürlich auch, es fehlt nur noch eine Karte und das muss die Kreuz Lusche sein, wenn wir gewinnen. Aber dann war es ja auch schon leicht zu rechnen. Dann wären da 60, ganz egal, was ich schmiere. Ich habe jetzt, glaube ich, erst die Herz 10 dann geschmiert. Musste bedient werden und jetzt kam eben, und das war eben das Bittere an dieser Kreuzverteilung, auf den nächsten Kreuzflug von mir noch die Karo Dame raus. Ja, klar, jetzt ist es deutlich, was passiert. Der hat gestochen, konnte ja noch ein paar Zwischenzüge machen, aber musste dann letztlich mit der Karo 10 antanzen und da konnte eben nochmal geschmiert werden. Also plötzlich fielen auf drei Stiche 16 Augen, nachdem da einmal nur ganz harmlos Karo Ass abgeknackt wurde mit 17 Augen. Ja, also so kann es gehen. Das war das dritte Verlustspiel vom Detlef und so ging es dann aus. Ja. Schauen wir zum Abschluss auf das Gesamtergebnis nach diesen ersten 15 Serien. Ist ja alles bekannt. Ich habe ja auch schon kurz aus dem Finale berichtet. Das ist hinreichend bekannt, aber vielleicht können wir es ja trotzdem nochmal abfeiern. Und die ersten 16 sind hier natürlich die großen Sieger. Erwin marschiert ja so häufig durch dieses freie Feld. Wahnsinn, fast ein Durchmarsch, wie der 18.600 Punkte hat.
glaube ich, keinen überrascht. Genauso wenig darf es am Ende eine Überraschung sein, dass Deni das Turnier gewonnen hat. Er wird wohl gute Karten gehabt haben, aber es wird wohl auch eine super reife Leistung gewesen sein in diesem Finale. 19 Tischpunkte von 20 möglichen. Das heißt, nur ein einziger Spieler hat ihm überhaupt einen Tischpunkt abgenommen. Ich bin jetzt nicht mal sicher. Ich glaube, es war der Jürgen. Schaut gerne nochmal beim Finale nach. Also an der Stelle vielleicht einfach nochmal Gratulation an unseren Europameister Deni, der parallel gleichzeitig auch der amtierende Weltmeister ist und im letzten Jahr das Skat Masters gewonnen hat. Also der hat im Moment den Lauf und den Riecher und ist auf den Punkt da. Aber dennoch, alle, die es hier ins Finale geschafft haben, das sind die großen Sieger dieses Turniers. Und vor allen Dingen, es sind auch viele, ja, ein Stück weit Unbekannte dabei, sage ich jetzt mal. Oder sagen wir einfach mal, die man jetzt nicht unbedingt auf seinem Zettel hatte. Also ich glaube, es mussten sich sehr, sehr viele Favoriten irgendwo mit Platzierungen begrüßen. Die Liste ist gigantisch, ne? Also ich bin da, denke ich, in guter Gesellschaft. Also von einigen Namen, die ihr hier lesen könnt, Martin zum Beispiel auch, den hatte ich auch ganz klar auf dem Zettel, der hat sich nach einem sehr schlechten Start ja noch richtig rangekämpft, aber am Ende fehlt auch ihm dann hier ein Spiel und viele andere, ich sag mal, Andy Backhaus, zweifacher Weltmeister, hatte ich auch eine Serie am Tisch, der war nicht mal hier in der Nähe vom Finale, ne? Weltmeister aus Berlin, Mike Neumann, den habe ich hier auch nicht in der Nähe des Finals gesehen und andere waren zwischendrin mal ein bisschen dichter dran, ne? Ob der Hartmut, ob der Matthias Wasilke zum Beispiel, aber Dutzende Top-Spieler haben es nicht geschafft, klar, es gibt auch nur 16 Finalplätze, also da konnten nicht alle reinkommen, dennoch, es waren einige Überraschungen und das finde ich einfach, das ist auch einfach geil und das ist das Schöne auch an dem Spiel. Und vielleicht nenne ich den hier, pick ich den nochmal hier raus, Hermann Jensen. Ich habe dann sogar noch vor ein paar Tagen irgendwo in der Zeitung, irgendwo in der norddeutschen Lokalzeitung gelesen. Es spielt um den Europameistertitel mit über 80, glaube ich, ne? Ah, das gibt's nur beim Skat, ne? Und so gesehen denke ich und hoffe ich, dass alle die Finalisten im Finale auch die Zeit ihres Lebens hatten und alle anderen gerade hier knapp dahinter waren natürlich sicher ein bisschen traurig und haben dem einen oder anderen Spiel oder der einen oder anderen Reizung nachgetrauert, wie ich auch. Aber so ist nun mal Skat und das ist auch das Schöne an so einem Turnier. So, wo bin ich letztlich gelandet? Da auf Platz 47, wie gesagt, 400 Punkte mehr wären jetzt, glaube ich, easy drin gewesen, dann wäre ich hier gewesen, irgendwo, hätte ich irgendwo um den 30. rum oder so auch vielleicht realistisch erreichen können. Vielleicht nach den ersten beiden Turniertagen wäre das noch ein Achtungserfolg gewesen, kann man so sagen, vielleicht nachdem ich recht schwach gestartet bin, nach dem sehr guten dritten Tag war es dann schon wieder eher enttäuschend. Aber letztlich, wenn man jetzt hinten ran so eine kleine Manöverkritik nochmal anschließt, dann geht es ja aus meiner Sicht jetzt gar nicht unbedingt nur um die Platzierung, sondern auch um das, wie man das Turnier eigentlich gespielt hat. Und ich denke schon, dass ich über weite Strecken sehr, sehr gut gespielt habe. Ne? Dass ich da am dritten Tag 4.800 gespielt habe, da habe ich sicher auch sehr viel richtig gemacht und auch sonst, ne, überhaupt in die Nähe von diesem Finale quasi zu kommen, sodass es in der letzten Serie ja zwar eine gute Karte gebraucht hätte, aber dass ich so dicht da nochmal dran war, das spricht, denke ich, auch dafür, dass ich in der Summe schon ziemlich gut dabei war. Allerdings, ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, wieder recht defensiv an die Sache ranzugehen und hier mit 30 Verlustspielen aus 50 Serien, 182 zu 30, das ist eigentlich so gar nicht mein Stil, ne? Und natürlich kommt es immer anders, als du denkst. Also nachdem ich schwach gestartet bin und in der dritten und vierten Serie eine 300 und eine 100 gespielt habe, ziemlich chancenlos mit entsprechenden Vorfällen, da kannst du dir das natürlich auch nicht aussuchen, da kannst du auch nicht das durchziehen und sagen, ich mache jetzt hier auf ganz tight. Da musst du natürlich aufmachen. Dennoch glaube ich mental, dass ich das, was da am zweiten Tag vor allen Dingen passiert ist, wo ich zweimal mit den drei alten Bauern bei Passe-Passe quasi oder gegen die alten drei alten bei Passe-Passe laufe, dass ich das einfach mental doch ein bisschen, also nicht so gut weggesteckt habe, wie ich es hätte sollen. Das hat mich doch ein bisschen auf Sinne gebracht und es kann schon sein, dass ich da bei diesem der Entscheidung, was reizen wir noch, was reizen wir nicht, also den Sweet
Spot zu finden, dass ich da einen Gang vielleicht dann schon zu hoch geschaltet habe, was sich am Ende dann in diesem für mich eher ungewöhnlichen Ergebnis widerspiegelt. Ich denke auch, dass ich vielleicht jetzt am vorletzten Tag noch nicht so tief im Turnier drin war, dass ich schon mir ganz genau Gedanken gemacht habe, wo wird eigentlich der Cut sein, wie viele Punkte braucht man fürs Finale, ne? Ich glaube, die Top-Leute hatten das etwas besser im Griff, die hatten schon hochgerechnet und hatten schon rausgekriegt, es wird wohl nur so knapp über 17.000 sein, 17.100 oder so waren so die Schätzungen. Ich selber war irgendwie noch davon ausgegangen, 17.300, 17.400, vielleicht sogar 17.500, wie das in anderen Turnieren der Fall war, wo ich dabei war. Aber bei diesen Turnieren waren dann eben auch deutlich mehr Teilnehmer. Also logischerweise korreliert das stark mit der Teilnehmerzahl. Ich hatte eben hier auch das Gefühl, das Feld ist ja relativ, sind sehr viele Hobbyspieler unterwegs und es sind am Anfang sehr hohe Punkte gespielt worden. Davon habe ich mich vielleicht auch ein bisschen täuschen lassen und war davon ausgegangen, dass hier sehr hohe Ergebnisse gespielt werden. Mit dem Wissen, dass es quasi nur knapp über 17.000 Punkte braucht, hätte man vielleicht den einen oder anderen Gang schon ein bisschen langsamer angehen können. Ich weiß nicht, ob der Grand ohne Vieren dann, den ich da in der See mit Eddie verloren habe, ob die Reizung dieser näheren Überprüfung abschließend standhält. Natürlich ist es am Ende auch immer ein bisschen Glück oder Pech, ne? Bei dem Spiel, eine Karte sitzt anders oder ich drücke ihn einen anders, dann wäre das Ding auch gegangen, dann wäre das vielleicht genau das Spiel gewesen, was mir am Ende den Finaleinzug beschert hätte. Aber in der Summe muss ich sagen, sowohl das Nervenkostüm nach dem zweiten Tag oder während des zweiten Tages schon, als auch jetzt die komplette Überblick, wie viele Punkte braucht man und deswegen vielleicht einen halben Gang weniger zu reizen in, sagen wir mal, Tag 4, Tag 5. Das sind vielleicht schon so zwei Sachen, die ich mir auf jeden Fall ankreiden lassen muss. Und natürlich jetzt dieser Stockfehler in der 14. Serie. Ja, den Schuh muss ich mir ganz alleine anziehen. Was wäre, wenn? Weiß kein Mensch. Aber natürlich kam das noch on top. Und so gesehen sind es vielleicht einfach die eine oder andere Nicklichkeit zu viel, die dann auch, wo man auch sagen muss, war verdient. In diesem Turnier waren ein paar andere vielleicht wirklich noch mehr auf dem Punkt da, hatten vielleicht auch das glücklichere Händchen, genau das, was dazugehört. Also es ist vielleicht völlig verdient, dass ich hier das Finale nicht erreicht habe. Umso größer dann der Ansporn, mich beim nächsten Mal nicht so schnell aus der Fassung bringen zu lassen, das noch gelassener zu sehen, auf dem Punkt wieder fit zu sein und einfach zu versuchen, wirklich 15 Serien auf dem besten mir möglichen Level zu spielen. Von daher, nach der EM ist vor der EM, ist vor der WM. Ich freue mich auf die nächsten Turniere und kann euch eben nur ans Herz legen, für diese Serien, für diesen Einzug ins Finale, für die letzten drei Serien, das sind die Momente, für die sich das Skatspielen einfach so lohnt, wofür ich lebe, wofür ich dieses Spiel so liebe. Wenn ihr das noch nicht mal ausprobiert habt, solltet ihr euch diese Erfahrung auf jeden Fall auch mal geben. Ja, dann wünsche ich euch an der Stelle ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bald beim Skat und wie immer, gut bleibt.